Es gibt eine neue Reihe für uns zum Anwenden, Young Living Spirit. Und warum ich diese Reihe jetzt ins Leben rufe, was sich dahinter verbirgt und was sie für dich im Leben bringen kann, das werde ich dir hier in der Einführung erklären. Falls du mich nicht kennst, ich bin Mathilde Helm, wohne bei Bremen. Für mich sind die ätherischen Öle und auch Young Living seit über 10 Jahren ein Teil meines Lebens. Und zwar in Form von der Kraft der Pflanzen, die mich in der Gesundheit unterstützen, die mich aber auch tatsächlich energetisch, spirituell, in meinem Feld, in meinem Umfeld auf ganz vielen Ebenen unterstützen, die, wenn du beginnst, ätherische Öle kennenzulernen, echt überfordernd sind. Die ganzen Ebenen, die es alle gibt. Und gerade deshalb, weil da oft so eine große, ja, so eine große Lücke oder so eine große Distanz ist, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, was alles möglich ist, werden wir mit dieser Reihe Young Living Spirit innerhalb von jeweils einem halben Monat neue tägliche Routinen kennenlernen, die du für dich zu Hause für 2 Wochen einfach mal ausprobierst und dann wirst du merken, ob das jetzt eine schöne Anwendung für 2 Wochen war oder ob das tatsächlich eine Routine sein wird, die zu deinem Leben zukünftig dazugehört. Das, was mir wichtig ist, ist, dass die Anwendungen, die wir machen werden, immer sehr einfach und sehr kompakt sein werden, sodass du sie einfach für dich umsetzen kannst und sie nebenher passieren im Leben. Und gleichzeitig ist es so, dass du in langer Sicht mit diesen Videos die Möglichkeit hast, mehr Gesundheit, mehr Lebensqualität, aber auch ganz viel diese feinen Schwingungen der Öle in dein Leben zu bringen. Ich möchte einfach mal ein Beispiel von mir nennen. Für mich ist das so normal, dass ich die Öle anwende oder dass ich für die Haut Haarpflege oder ja für jede Gelegenheit irgendwie ein Öl oder ein anderes Produkt, wo die Öle mit drin sind, verwende, dass ich manchmal denke, so viel verwende ich eigentlich gar nicht, Young Living. Und gleichzeitig, wenn ich dann drüber nachdenke, überall tauchen sie auf und sind Normalität. Ich war jetzt gerade in Dänemark und habe das Ferienhaus mit meiner Schwester geteilt und sie meinte einfach, dass dieses Bewusstsein, dass, obwohl sie auch die Öle so lange kennt, dass kommt überall rein und das ist wie Licht, was wir in die verschiedenen Bereiche reinbringen. Zum Beispiel, dass ich einfach die Fenster putze mit Zitronenspray, dass ich, wenn ich reingehe in ein Hotelzimmer, in eben diese Wohnung oder bei mir zu Hause, dass das gereinigt wird mit ätherischen Ölen und dadurch so eine hohe Schwingung auch in Orte kommt, wo ich vielleicht sonst nicht bin. Das heißt, wir hinterlassen überall, wo wir sind, auch die Pflanzenessenzen, den Duft, diese hohe Schwingung und auch das Bewusstsein. Und das ist das, was mir wichtig ist, dass wir die Öle und die Möglichkeiten, die uns Gary Young mit dieser Legacy, wie es immer gern gesagt wird, also mit diesem großen Vermächtnis geschenkt hat, dass wir die große Dimension spüren, die große Dimension erkennen. Und das geht letztendlich nur, indem wir tief eintauchen, indem wir in die eigene Erfahrung gehen, in das eigene Spüren gehen. Doch, das ist so wichtig, dass wir das mit kleinen Schritten machen, dass wir das mit Freude, mit Leichtigkeit machen und dass wir auch spüren, das passt zu mir und das passt vielleicht nicht zu mir. Das wirkt bei mir so und das wirkt bei dem nächsten gleich wieder anders. Und das geht über das Erfahren. Wie wird das Ganze ablaufen? Damit sich das gut merken lässt, werden wir das in Monatshälften aufteilen. Das heißt, ein Programm oder eine Anwendung machen wir vom 1. bis zum 14. und dann vom 15. bis zum Ende des Monats kommt ein neues Video mit der nächsten Anwendung. Das heißt, 2 Wochen kann man sich gut merken, kann man auch gut dranbleiben an einem Thema. Ist aber eben auch nicht zu schnell in Folge, wenn jede Woche ist meine Erfahrung, dass das dann über einen langen Zeitraum auch überfordernd sein kann. Und damit du das für dich planen kannst, werde ich unter das Video und auch unter die folgenden Videos
jeweils schon die Öle oder anderen Produkte auch notieren, die wir in den nächsten 1, 2, 3 Anwendungen brauchen werden, sodass du nicht dastehst und feststellst, ups, jetzt habe ich das gar nicht, was wir jetzt anwenden wollen, sondern dass du das vorher schon planen kannst, bei dir zu Hause hast und dann erfährst du einen Tag bevor es losgeht, jeweils in einem neuen, kurzen, kompakten Video, was wir machen werden. Das ist Öl-Spirit, der Geist der Öle, die Tiefe, die unendliche Dimension, die wir hier als Möglichkeit haben. Wir werden bei den Videos einen kleinen Begleiter haben, den Buddha, der uns dann jeweils die Öle und das, was wir brauchen, geben wird und auch uns mit innerer Ruhe begleiten wird. Und ich freue mich gerade bei diesen allgemeinen Anwendungen, wenn du deine Erfahrungen unter den Videos postest. Und wenn du jeweils die Videos von mir regelmäßig zugeschickt bekommen möchtest, kannst du dich einfach anmelden unter essentielle-oele, also als OE ausgesprochen, essentielle-oele.de/infos, also /infos. Auch der Link ist unter dem Video und ich werde jeweils dann links und rechts dir auch nah am Ende des Videos kannst du dann reinschauen, was jetzt die Anwendung wird vom 1. bis zum 14. September. Und dann hast du auch die Playlist, wo du alle auf YouTube alle Videos, die sich über die Zeit ansammeln werden, auch ansehen kannst. Die Videos sind nicht chronologisch sortiert. Also es ist auch gut möglich, mal das eine, mal das andere zu nehmen. Ich werde es aus dem Impuls heraus machen, was das nächste Thema ist. Und es wird quer durch die verschiedenen Lebensbereiche gehen. Ich freue mich, dass wir mit vielen Menschen gemeinsam in jedes einzelnen Leben viel bewegen werden. Danke dir. Und jetzt hier zum Video, zur ersten Challenge, die ersten 2 Wochen. Viel Freude!